Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Resident Evil für die Switch. Und wie man sehen kann, befinden wir uns immer noch hier in der Residenz und müssen jetzt nochmal zurück, da wo die ganzen Wespen waren. Ich muss mal gucken, ob wir die... konnten wir noch nicht alles durchsuchen da, aber wir haben ja schon eigentlich geschafft. So, jetzt müssen wir hier auch das Ding da uns nicht mehr erwischen jedes Mal. So, hier sind auf jeden Fall Wespen drin. Wir müssen versuchen, die irgendwie zu killen. Ich habe gedacht, vielleicht kann ich die ja mit dem Messer killen. Wenn die kommen, dass ich mich um mich schlage. Vielleicht geht das ja. Ich weiß es nicht. Wenn nicht, dann nicht. Aber es nervt auf jeden Fall derbs, dass hier so viele Wespen sind. Okay, die scheinen jetzt alle weg zu sein. Wir haben sie ja das letzte Mal vergiftet. Vielleicht muss ich nur einmal rausrennen. Oh, guck. Die sind alle weg. Dann können wir auch hier wieder reingehen, oder? Ne, da waren wir drin, ne? Da wollen wir gar nicht rein. Wir wollen ja in die Galerie wollen wir reingehen. Da, wo die anderen waren. Da gehen wir nochmal rein, warte. Oh, zurück. Galerie war das, ne? Genau. Da haben wir gerade das letzte Mal geöffnet. Hier. So. Und dort drinnen finden wir bestimmt mehr Schlüssel oder mehr Leichen. So, aber die Dinger fliegen hier auch nicht mehr rum. Aber hier ist noch Munition. Nehmen wir mit. Natürlich dumm ist, können wir nichts mehr tragen. Fällen wir rein. Aber ist auch nicht schlimm, denn wir müssen uns eh einmal heilen. So, bis wieder ein bisschen normaler wird. Gut. So, dann gucken wir, ob hier hinten noch irgendwas war bei der Leiche. Ne, man kann hier durchgehen noch. Okay, ah, guck mal. Hier ist eine rote Pflanze. Achso, hier liegt auch ein Schlüssel. Okay. Gut. Gut, gut. Da kann man nichts mehr machen, oder? Ne, man kann nicht mehr mit ihm reden. Ich wechsle mal kurz. Ich habe jetzt die Messer in Hand. Wir wechseln natürlich zur Waffe einmal. So. Geht's dahin? Balkon? Durch? Die ist von der anderen Seite blockiert, okay. Gut, hier war auch noch eine Tür. Obwohl, ist da noch irgendwas? Hier? Eine Sammlung gewisser Reagenzgläser. Was ist das denn? Der Verriegelungsmechanismus für die Tür. Verwenden? Ja. Okay, das sieht aus wie die Symbole, die wir hatten. Kann ich daran erinnern? Das sieht aus wie die Symbole, die wir hatten. Das heißt, das war ja hier grün. Habe ich aufgemalt. Das war orange. Und das war rot. Ich habe mir dazu notiert die Zahlen der Billardkugeln. Auch die Farben dazu. Und da ist rot 3, grün wäre 6 und links 5. Also müssen wir gucken, pass auf. Probieren? Was es bringt, wir probieren es mal. Achtung, also das müsste ja denn, das war ja grün, das wäre denn die 6. 6. Das wäre ja denn orange, das wäre die 5. Und rot Auge 3. Achso, okay, muss ich so machen, okay. Das wäre 6. Orange wäre 5. Und das rote war die 3. So schlecht bin ich ja doch nicht, was? Komm nochmal rein. Dafür brauchen sie einen Behälter. Ein Behälter. Da sind ganz viele Behälter. Da kann ich nichts mehr tragen. Scheiße, okay, müssen wir auf jeden Fall erstmal zum Speicherpunkt zurück. Gut zu wissen, dass man hier was rausholen kann. Gut. Geht noch nicht. Macht uns noch keinen Sinn. Aber wir sind schon mal reingekommen, was auch nicht schlecht ist. So, wir haben noch einen Schlüssel noch. Das heißt, wir können auch gucken, ob wir diese Tür hier aufkriegen. Ach, guck mal, jetzt haben wir sogar ein Dings verloren. Einen Platz dazu bekommen wieder.
Oh, es wird irgendwie speichern. Warte. Oh, geil. Gut. Aber hier ist keine Kiste. Das Problem ist, dass wir natürlich speichern könnten jetzt hier. Ist ja auch super. Aber es gibt keine Kiste hier. Dichte Bäume versperren ihnen die Sicht. An der Wand befindet sich eine riesige Pflanze. Die ist von einem Schwarm wütender Motten umgeben. Hm. Jetzt hier zu speichern macht für mich irgendwie nicht so viel Sinn. Denn der andere Speicherpunkt ist ja nicht weit weg. Lass uns ins Badezimmer gehen. Regale sind voller diverser Seiten und Kosmetika, als Produkte der Marke Umbrella. Voller Schmutzwasser. Stöpsel ziehen? Da ist was in der Badewanne. Ah, cool. Da ich nehme mit. Der Hahn am Waschbecken funktioniert anscheinend nicht. Also hier war alles voll mit diversen ekligen Kram. Und wir gehen mal raus. Also wir speichern nicht hier, wir laufen da woanders hin. Muss doch noch irgendwas hier im Raum geben, oder? Sieht so aus, ob man das Regal hier verschieben kann. Kann man aber nicht. Von der anderen Seite? Kann ich. Hier sind auch ein paar Bücher, kann man da hin? Das Regal steht voller roter Bücher. Ein weißes Buch steht dazwischen. Mitnehmen? Laborexperiment in organischer Chemie. Ähnlichkeiten in den Zelleigenschaften der schnell wachsenden Pflanze, die mit den Tyrannen virusifiziert wurden, sind bereits an anderer Stelle dokumentiert. Bei der Wiederholung dieser Experimente gab sich jedoch ein interessanter neuer Aspekt. Wir konnten belegen, dass eine Chemikalie der Ump-Gruppe Ump Nummer 20 einen Stoff enthält, der für die Zellen der Pflanze giftig ist. Wir haben Ump 20 einen neuen Namen gegeben. V-Jolt. Unsere Berechnung zufolge sollte die Anwendung von V-Jolt direkt auf die Wurzeln der Pflanze in 5 Sekunden zu deren völligen Abstören führen. V-Jolt lässt sich die Mischung von Chemikalien VP und Ump in einem bestimmten Verhältnis herstellen. Doch mit der Ump-Chemikalien fordert jedoch besondere Vorsichtnahmen. Bei unserem Gewinn kann Giftgas freigesetzt werden. Die Merkmale der einzelnen Umgebungen sind wie folgt. Ump Nummer 3 rot, gelb 6, 7 grün. Okay. Hier ist dunkelbraun. Okay, also müssen wir hier noch ein bisschen was mischen. Aber warte mal. Das ist so ein Buch, haben wir doch gefunden. Das holen wir uns jetzt mal. So, wir holen das Buch mal kurz. Wir müssen aber mal zurücklaufen. Da hier längs, ne? Genau. Also laufen zurück. Laufen wir zurück. Wie komme ich denn da runter, ohne dass die Pflanze mich jedes Mal schnappt? Das gibt's doch gar nicht. Die schnappt mich doch jedes Mal. Aber ich kann ja nicht noch einen Dings da hinsetzen, oder? Das ist irgendwie komisch. Gut, gehen wir nochmal hier rein zum Speicher. Ich ärgere mich so ein bisschen. Ich will jedes Mal ein bisschen Leben verlieren, wenn ich durchlaufe. Gut, also wir können auf jeden Fall hier erstmal hingehen. Und guck mal, also. Platz mal frei, aber wir müssen das Buch mitnehmen. Wo ist das Buch? Da. Das nehmen wir mit. Munition haben wir auch. Ja, warte mal. Ich glaube, ich lasse hier ein. Nein, nein. Das ist einmal hier, weil wir haben so viel mitzuschleppen. Das geht irgendwie nicht. So, ich muss aber hier so ein Kraut mitnehmen. Ich habe Angst, dass wir irgendwann sterben. Das Messer lassen wir auch hier. Das brauchen wir nicht. So, hier haben wir noch fette Munition für unsere Waffe. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. So, dann speichern wir noch einmal. Cool, speichern wir mal.
Wir müssen nochmal zurücklaufen zum Buch. Zur Bücherei, da wollte ich sagen. Okay. Gut. Also, warte mal, wir müssen mal gucken. Kurz zurückgehen. Wir müssen ja, wir können da ja dieses Gift mischen für die Pflanze, so wie er das ja gerade geschrieben hat. Da fällt mir gerade ein, das können wir glaube ich gar nicht, denn wir haben viel zu viel dabei, oder? Eine Sache aufheben, mehr aber auch nicht. Also wir lassen die Waffe auch noch hier. Und das reicht, glaube ich. Zwei Plätze müssten reichen. Aber ich glaube, das wird schwierig, wenn man das versucht zu spielen, zu mischen gleich, weil man muss bestimmt ein Glas aufnehmen und noch ein anderes Glas. Das glaube ich funktioniert nicht. Gut. So. Und jetzt war hier dran, ne? Genau. So, jetzt müssen wir das Gift mischen. Wie mischen wir das Gift? Wie mischen wir das Gift nochmal? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Wollen wir da reingehen? Wollen wir da reingehen? Es stand da drin, dass es muss braun sein, die Flüssigkeit für V-Jolt, wie es hieß, ne? V-Jolt. So hieß das. Da können wir doch auch nochmal nachgucken. Wir haben ja die ganzen Akten hier. Genau, da. Oder da V-Jolt. Und da muss man. Genau, um Nummer 20. Ein Stoff enthält die für den Zellen. Gut. Machen wir. Wie? Da brauchen wir erstmal einen Behälter. Nehmen wir mit. Behälter? Und jetzt können wir, glaube ich, ein bisschen mischen. Also, auf jeden Fall brauchen wir ja was von dieser roten Flüssigkeit hier, oder? Die Flüssigkeit hier. Pump Nummer 3. Mitnehmen? Ja. Gut. Und dann brauchen wir noch irgendwas anderes, was wir mischen können. Was gibt denn Rot? Also es steht ja drin, dass es braun werden muss. Was ist das denn hier für eine Farbe? Gelb. Ja. Aha. Braun muss es werden. So. Wow, warte mal. Können wir doch jetzt die beiden kombinieren? Okay, das klappt ja nicht. Nochmal Flüssigkeit holen. Pass auf, wir holen hier was. Ja. Wir haben hier Rot. Nehmen wir auch mit. Ich glaube, wir müssen, warte mal. Wir müssen, glaube ich, noch ein Glas nehmen. Wollen wir noch Wasser nehmen? Das kann man doch bestimmt auch nehmen, oder? Geht nicht. Okay. Oder muss man leere Flasche mit Wasser füllen? Ja. Okay, also, wie mischen wir die jetzt? Beziehungsweise, wo sollen wir die reinmischen? Wie mischen wir die jetzt? Also, wir könnten auch jetzt zum Beispiel das. Okay. Kombinieren mit dem. Okay, jetzt haben wir lila. Lila ist ja nicht so geil, ne? Und wenn wir das jetzt mit dem noch mischen? Orange.
Orange. Was können wir denn noch machen? Also müssen wir gucken, was können wir jetzt noch mal ein bisschen lila reinmachen vielleicht? Also rot? Beziehungsweise das gelbe vielleicht eher? Und gelb noch mal mit. Und die jetzt mischen? Was gibt's das denn? Scheiße. Okay, warte mal. Nehmen wir mal von allen was. Was habt ihr? Ja, füll mal. Hier gefüllt. Hier. Nehmen wir auch. Füllen wir auch mal auf. Und von dem Rot nochmal. Gut, also wir mischen jetzt erstes mal was, wie gerade eben, mit Wasser. Dann haben wir lila. Dann haben wir das Gelbe, kombinieren mit lila. Jetzt haben wir Orange. Jetzt haben wir schon recht viel gemischt. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir noch eine andere Farbe damit reinbekommen. Wir nehmen nochmal hier gelb. Ja. Wir nehmen noch ein bisschen Wasser. Wenn die jetzt nochmal mischen, kriegen wir noch lila, ne? War das nicht das? Und dann haben wir ja schon lila und orange. Und das müsste doch schon auch. Das ist grün, hä? Bin ich jetzt vollkommen verkehrt? Und wenn wir jetzt das Orangene mit dem Grün mischen? Geht schon auch nicht, ne? Blau. Okay. Farbenlehre, Blau und Rot ergibt Braun. Also müssen wir Rot nehmen, oder? Gut. Wer soll es mischen? Müsste es eigentlich werden, ich weiß es nicht. Wie Jolt? Da haben wir das Zeug doch. Wie werde ich die Gläser wieder los? Man kann das ja irgendwo benutzen, das Zeug. Und da stand ja auch da drin, wo man das benutzen muss. Ne? Weiß ich auch irgendwo. Ich glaube, Richtpflanze 42. Wenn ich schon mal ein bisschen. Ja, da stand es schon hier mit drin, ne? Da. Wir sind bereits an anderer Stelle dokumentiert. Direkt auf die Wurzeln, okay. Wo haben wir die Wurzeln gesehen? Die Wurzeln waren. Wo waren die Wurzeln nochmal? Wo waren die Wurzeln nochmal? Müssen ja unten sein, ne? Müssen ja unten sein, dann müssen wir unten irgendwo hin. Okay. Muss ja unten im Keller sein, die Wurzeln, wurde ja gesagt. Dann müssen wir runter in den Keller nochmal. Gut. Unten. Ist ja egal, welchen Weg ich gehe. Okay. Wie langsam gehe ich das vielleicht? Das gibt's doch gar nicht, ey. Scheiße. So. Wo wir längs müssen. Um runterzukommen müssen wir. Scheiße, müssen wir wieder durch. Ich bin voll den falschen Weg gelaufen. Wir wollten das Buch noch einsetzen, fällt mir gerade ein. Mal gucken, ob ich hier noch irgendwas habe, was ich mitnehmen kann, um ein bisschen. Jetzt können die Gläser wieder loswerden, oder? Nehmen wir noch Platz weg. Gut, so, pass auf. Jetzt laufen wir nochmal zurück. Und gehen nochmal runter. In diesen Keller, da wo dieser Aquaring ist. Da muss es ja irgendwo sein. So, wieder hier durch. Mann, ist das dumm. Noch sparen können einen Weg, ne? Na egal.
Außerdem will die Gläser jemals wieder losgeworden. Dass man die auch nicht da im Raum hätte lassen können, dass er dann sagt, diese Gläser brauche ich nicht mehr, lass ich hier. Und lässt den Schlüssel ja auch mal fallen. Na gut. So. Hier durch. Dann müssen wir runter in den Keller, ne? So. Dann müssen wir die Pflanze, können wir glaube ich so killen. Dann stirbt ja auf jeden Fall was ab von der, oder? Behaupte ich mal. Ich meine, das war so. Ich meine, die verdorrt denn oder so. Irgendwas verdorrt der da. Verdorrt. Nicht sicher bin ich mir sogar. Hier ist kein Wasser, da gibt es kein Durchkommen mehr. Achso, wir haben ja die Tür jetzt hier vorne, stimmt. Sehr gut. Ja, komisch, stehen die ganzen Kisten da. Stimmt, ist ja richtig. So, dann gucken, ob wir hier irgendwo die Tentakel finden überhaupt. Also die Wurzeln. Nee, die sind hier irgendwo. Aber ich bin noch 100% sicher. So, kurz mal gucken. Gleich durch. Nur der Hai, ne? Ja, hier war das nicht. Hier kann man, finde ich zumindest nichts. Hier ist nichts. Gut, also hier ist nicht gemeint. Geh mal raus, dann kannst du in die andere Richtung gehen. Hier ist auch nicht links. Hier durch. Hier, verdammt, sind wir gekommen, ne? Ah, Mann! Dann werde ich ein bisschen senil hier. Ja, zurück. So. Hier ist Kontrollzentrum. Gibt's aber nichts, ne? Soll ich hier weiterlaufen? Auch nichts. Dann müssen wir vielleicht da hoch? Müssen wir da hoch? Scheint. Hä? Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Okay, hier konnten wir noch gar nicht alles erforschen, weil wir ja... Richtig? Also vielleicht bin ich auch verkehrt, aber ich hätte gedacht, dass es ja im Keller sein muss irgendwie. Weil das andere würde mich keinen Sinn geben, weil die Wurzeln ja nach unten wachsen. Stand da auch drin. Oh, hi. Ein widerlicher Hai. Okay, warte mal, da war eine Tür noch, ne? Kann ich da irgendwas machen? Ich muss es auch einfach ins Wasser fallen lassen, das Zeug. Eine kleine Tür. Dann sind wir letztes Mal rausgekommen, ne? Dann können wir es jetzt hier einsetzen hier. Ist der? Also, jetzt denkt ihr euch natürlich, woher weiß er das, aber es ist so, ein paar Sachen weiß man ja noch von früher, also man vergisst ja nicht alles. Wie man es auch bei Super Mario. Okay. Findet man hier leider nichts? Nee, schade, es wäre ja ganz cool gewesen, wenn man hier noch irgendwie Munition finden würde oder so. Gut.
haben wir die ja getötet sozusagen. Und jetzt müsste oben ja vielleicht irgendwo ein Gang frei geworden sein, weil die Pflanze hat ja einiges blockiert oben. Glaube ich. Machen wir zurück. Das ist natürlich ein kleiner Weg, den wir zurücklaufen müssen. Aber es macht auch nichts. Aber überlegt, dass das damals bahnbrechend war, das Ganze so, ne? Denn es ist heutzutage so, denken, schmunzeln wahrscheinlich viele. Haltet ihr ja vorhin, wenn ich auch Resident Evil 0 spiele, weil da muss ich zugeben, den habe ich nie gespielt, den Teil. Ich weiß nicht, ob ihr den alle gespielt habt, also ich habe den nicht gespielt. Und damals auf dem Gamecube nicht. Hat für mich irgendwie nicht so viel Sinn gemacht, irgendwie, keine Ahnung. Geh durch. Also, das hat Sinn gemacht, ich hatte keine Lust darauf, nochmal so. Mit Sinn zu tun gehabt. Gamecube war, so hatte ich zwei Spiele drauf und der Gamecube war nicht so, gar nicht meins, so richtig. Ich habe natürlich die Super Mario Spiele gespielt und die Zelda Spiele und das war's dann irgendwie, aber da hat sich bei mir die PlayStation leider mehr durchgesetzt in dem Jahrzehnt. Tatsächlich erst wieder mit der Wii hat mich Nintendo wieder so ein bisschen gekriegt mit ein paar Sachen. Gerade mit den neuen Super Mario, die sie da hatten. Also Galaxy, die fand ich ziemlich cool. Aber naja. So. Jo, rauf da. So, hier gehen wir wieder raus. Und jetzt können wir in dieses eine Zimmer reingehen. Nochmal, bevor wir uns gleich speichern, lassen wir doch einmal nochmal in das andere Zimmer gehen hier, damit wir das mit den Büchern nochmal erledigen können, ne? Da waren nämlich auch diese Pflanzen in der Ecke, da wo die Motten geflogen sind. Ich können wir das hier jetzt immer genau kontrollieren. Sind wahrscheinlich jetzt weg, die Motten. Wir können da bestimmt irgendwas machen. Ja, ja, das glaube ich. Da. Guck mal hier die Motten. Okay, nee. Ich dachte, da hätte sich was geändert jetzt. Naja, gut. So, wir gucken mal hier. Können wir schon unser Buch reinsetzen. Ein Bänderbücher scheinen eine Art Muster zu bilden. Zwei Bücher vertauschen? Ja. So, warte. Das Buch mit dem. Ja, wir tauschen, und zwar das mit. Schönes Nakidai-Mädchen da drauf. Jetzt können wir hier rein. Oh ja, können wir sogar rein. Gut. Na? Was passiert da? Ladesequenzen wieder. So lang die Ladesequenzen zwischen. Oh. Oh, jetzt gibt's einen Kampf gegen eine Pflanze. What the hell is this thing? Barry! Jill! Los, Barry, schieß mit deinem Flammenwerfer. Barry Burton. Was ist das Ding? I thought it was finished. Yeah. That was close. Thanks again. Don't mention it. But
What was that? What the hell's going on in this place? Ja. Das freue ich mich auch langsam die ganze Zeit hier. So. Das ist eine Schreibmaschine. Stimmt, das ist der Raum. Okay, lass uns hier ein bisschen rumgucken. Wo bin ich? Bin ich von durch die Tür? Bin ich hier reingekommen, ne? Ein bisschen rumgucken. Mal hier. Da blinkt was. Oh, Schlüssel, klar. Schlüsselmeister. Yes, ich bin der Schlüsselmeister. Gut, dann lassen wir nach oben gehen. Wo geht's denn hier hoch? Da. Knatschende Türen. Ich meine mich zu erinnern, dass man gegen diese Pflanze kämpfen müsste. Und dann ist es, glaube ich, so, wenn man jetzt unten das nicht zerstört hätte, dann hätte man gegen die kämpfen müssen. Da ehre ich mich auch da. Muss mich jemand korrigieren, wenn das falsch ist. Ich meine, das ist so. Ich meine, wenn man das da unten nicht zerstört hätte, dann müsste man gegen die kämpfen. Die Tür lässt sich nicht öffnen. Oh, schade. Schade, schade. So. So, ich würde sagen, es reicht auch für heute. Wir gehen jetzt hier rein und dann speichern wir einmal. So. Und dann haben wir doch schon wieder ein ganzes Stückchen geschafft. War hier irgendwo ein Speicherraum? War das hier drin? Bin ich verkehrt? Ja, da war es drin. Ja, also vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sind beim nächsten Mal dabei. Und jetzt müssten wir eigentlich diesen Schlüssel, den wir da geholt haben, den Hausschlüssel, müssen gleich mal angucken, welcher das ist. Können wir gleich nochmal machen. Mal gucken, was für einer das ist. Vielleicht können wir den ja nochmal gebrauchen im Haupthaus, denn im Haupthaus fehlen uns ja auch noch sämtliche Türen. Und wie ich gerade sehen kann, fehlen uns hier nämlich keine Türen mehr. Denke ich. Gerade guckt. Können wir uns mal die Schlüssel mal angucken. Das ist ein Helmschlüssel, okay. Und wenn man jetzt auf die Karte guckt, dann fehlt uns praktisch hier gar nichts mehr. Hier unten auch nicht. Ne, wenn wir mal in den Innenhof. Okay, im Innenhof fehlen uns auch noch einige Türen. Guck mal, aber in der Villa fehlen uns auch noch einige Türen. Das heißt, wenn ihr jetzt noch zuschaltet, dann werde ich schon im Herrenhaus wieder sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.